Kapitel 25. Latias. Der Lord der dunklen Materie. Es wirkte, als wäre beinahe alles angerichtet für das große Finale. Olaf und Hydropi. Ich bezweifelte ehrlich gesagt, dass sie noch zu uns stoßen würden, bevor wir die letzte Schlacht schlagen würden. Unsere Gruppe, groß und mächtig wie selten zuvor, machte sich schnell auf den Weg in Richtung des Waldes. Auf dem Weg dorthin versuchte ich, mit Bulbi zusammen etwas Licht ins Dunkel für Shinux zu bringen. Wie sich schnell herausstellte, hatte dieser nämlich überhaupt nichts mitbekommen, von dem Punkt an, als das andere Wesen die Kontrolle übernahm. Und bevor es wieder ging, sagte uns das Wesen, dass es auf unserer Seite stünde und wir jederzeit nach ihm rufen könnten, um seine Hilfe zu erhalten. Deine seltsamen Anfälle, die du in dieser Welt öfter hattest, sollten damit auch aufhören. Ich denke nicht, dass man Shinux verübeln kann, dass er nicht sonderlich begeistert wirkte. Gerade nach meiner letzten Aussage. Ich denke nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn du in nächster Zeit an Kämpfen teilnimmst. Versteh mich nicht falsch, du bist stark. Aber im Vergleich zu diesem Etwas sieht selbst Ivy recht ebenbürtig aus. Ich meine, ich verstehe, warum du so denkst, aber wieso ist dieses Etwas so stark? Was soll es sein? Ich verstehe es einfach nicht. Ich entschied mich, dass ich es einmal erklären wollte und danach nie wieder. Kurze Versammlung. Die meisten wirkten ziemlich verwirrt, aber wir alle sammelten uns kurz im Kreis. Ich möchte es noch einmal kurz für alle erklären, da ich weiß, dass einige hier nicht wissen, was dieses Wesen in Shinux so mächtig macht. Gerade die beiden Wächter wirkten sehr genervt, da sie offensichtlich über die legendäre Waffe Bescheid wussten. Also dieses Etwas. Was dieses Etwas wirklich stark macht, ist das Schwert, das es geführt hat. Blutklinge. Ich habe schon bemerkt, dass euch der Name nicht viel gesagt hat. Mir jedoch schon. Ich bemerkte schnell Shinux Schock. Mir auch. Dieses Ding ist der Träger von Blutklinge? Meinst du das ernst? Ich nickte bloß, während die anderen nur noch verwirrter wirkten. Bulbi und Funkenherz hatten gerade nach Shinux Reaktion eine deutliche Prise Angst in ihren Blicken. Blutklinge ist ein legendäres, antikes Schwert. Ich hatte bis vorhin ehrlich gesagt gar nicht an seine Existenz geglaubt. Um es kurz zu fassen, ist Blutklinge von göttlicher Hand gefertigt und ein Bote der Schatten selbst. Nur die Mächtigsten können es tragen, um für die Finsternis zu kämpfen. Es ist vielleicht die mächtigste Waffe, die je erschaffen wurde. Und mit ihm wurden in vergangenen Jahrtausenden viel Blut vergossen und es wurde weitergegeben und weitergegeben. Und jetzt ist es bei Shinux. Während viele gemischte Reaktionen kamen, war Shinux anzusehen, wie sehr ihn der Gedanke schmerzte. Ich bin nicht mehr ich selber. Irgendwo in mir trage ich eine todbringende Waffe. Was soll nur aus mir werden? Was soll ich denn tun? Vor allem jetzt, wo ich nicht einmal mehr als Krieger einen Sinn habe. Weil dieses Etwas in mir einfach eine bessere Wahl ist. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, wer sofort zur Stelle war, um ihn aufzuheitern. Du bist immer noch derselbe. Eigentlich birgt es doch nur Vorteile, oder nicht? Außerdem kannst du deiner zweiten Hälfte die Kämpfe lassen und uns trotzdem noch besser helfen als ohnehin schon. Und außerdem, für unsere Familie bist du sowieso unersetzlich. Und auch für dieses Team. Auch wenn es sich für dich gerade etwas seltsam anfühlt. Ich überließ Shinux seiner Familie und gesellte mich wieder eher zur Front der Gruppe, an der sich gerade Lord Ecke, Black, Dark und Seong befanden. Im Vorbeigehen warf ich auch wieder einen Seitenblick zu Spark und Ivy, die wieder einmal wie in ihrer eigenen kleinen Welt wirkten. Noch am selben Abend würde ich handeln, dazu hatte ich mich schon länger entschieden. Und ich hatte auch schon einen Plan. Aber noch sollte der Abend nicht kommen. Vorher geschah noch etwas. Etwas Bedeutendes. Als wir uns langsam dem Wald näherten, entdeckte Funkenherz in der Distanz einen komischen Höhleneingang. Können wir gucken, was da ist? Das wäre sicher spannend. Keiner war jedoch so wirklich in der Stimmung, eine zufällige Höhle zu erkunden. Also sprachen sich alle dagegen aus, weshalb Funkenherz etwas genervt wirkte, während wir einfach weiterliefen. Da wir alle andere Sorgen hatten, achtete keiner darauf, wie sie langsam weiter und weiter nach hinten in unserer Gruppe rückte. Bis Bulbi langsam auffiel, dass etwas nicht stimmte. Wartet, wo ist Funkenherz hin? Auch wir anderen begannen zu realisieren, dass sie mal wieder nicht mit der Ablehnung leben konnte. Sie hatte sich offensichtlich abgekapselt, um die Höhle im Alleingang zu erkunden, was uns jetzt natürlich gerade recht kam.
Ich gehe zurück und hole sie. Geht schon mal weiter zum Wald. Wir kommen danach. Wenn wir alle zurückgehen, verlieren wir nur Zeit. Gerade Bulbi wirkte nicht sonderlich begeistert von der Idee. Bist du dir da wirklich sicher? Fühlst du dich davon schon wirklich wieder gut genug? Ich schaff das schon. Ich bezweifle stark, dass es sonderlich gefährlich wird. Außerdem glaube ich, dass sie auf mich noch am ehesten hört. Überlass das einfach mir, ja? Immer noch unsicher stimmte Bulbi zu. Aber pass auf euch beide auf, ja? Kommt beide gesund wieder. Und du mach dir nicht so viele Sorgen. Spätestens in ein paar Stunden haben wir euch wieder eingeholt. Also, geht weiter. An dieser Stelle teilten wir uns auf. Wir resten einige Stunden, bis wir uns entschieden, relativ nah am Waldrand, innerhalb des Waldes, ein Lager aufzuschlagen. Die Stimmung war, abgesehen von Ivy, Spark und natürlich Sejong, relativ kühl. Als rund eine Stunde später Geräusche aus dem Gebüsch kamen, waren wir bereit für zwei Möglichkeiten. Die dunkle Materie oder Shinnok und Funkenherz. Und ich denke nicht, dass irgendjemand von uns unglücklich über die Option war. Shinnok kam aus dem Gebüsch gesprungen, Funkenherz festgepackt. Er wirkte komplett hektisch und außer Atem. Shinnok, beruhige dich, du hast nichts zu befürchten. Komm runter. Er setzte seine Tochter vorsichtig ab und atmete schwer. Die dunkle Materie und... Immer mit der Ruhe. Atme erstmal durch und sag uns dann, was passiert ist. Während seiner Erklärung war Shinnok offensichtlich sehr nervös und unsicher. Weshalb ich einfach zusammenfassen werde, was er erzählte. Und zwar erzählte er, dass er zurück zu dieser Höhle gegangen, weil die Funkenherz gesehen hatte. Dort fand er seine Tochter auch schnell. Sie spähte um eine Ecke in den Raum dahinter. Bereits an diesem Punkt hörte Shinnok eine Stimme, weshalb er seiner Tochter stumm deutete, ihm zu folgen. Sie zeigte ihm jedoch nur kurz an, selber zu sehen, was dort vor sich ging. Als er nachsah, entdeckte er Günther, beziehungsweise die dunkle Materie in Günthers Körper. Sie kniete vor diesem anderen Pokémon nieder, unterwarf sich ihm. Das war der Lord der dunklen Materie, da bin ich mir sicher. Das Pokémon, die... Mach dir keinen Stress, was für ein Wesen ist es denn? Wie sieht es aus? Necrozma! Necrozma ist der Lord der dunklen Materie! Necrozma? Als Lord der dunklen Materie? Aber das macht doch keinen Sinn. Er war doch der Erste, der sie bekämpft hat. Wieso sollte er sie selber bekämpfen, wenn er sie erschaffen hat? Und warum hätten er und Darkrai sich zerstritten, wenn beide auf ihrer Seite gestanden hätten? Das passt kein bisschen zu allem, was wir wissen. Willst du sagen, dass ich lüge? Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Nein, ich glaube dir, nur es widerspricht eben allem, was wir geglaubt haben zu wissen. Ein Moment lang kehrte Stille ein, bis Funkenherz sie durchbrach. Aber wenn dieser Typ der Lord ist, dann ist der Kampf doch schon fast gewonnen. Ihr habt ihn doch schon mehrfach besiegt, teilweise alleine. Da wird er jetzt doch keine Chance haben. Ich meine, sie hatte irgendwo recht. Wir kannten Necrozmas Tricks. Eigentlich war er kein Gegner für uns. Und unser Team war so stark gegen einen einzigen Verräter. Was sollte er groß ausrichten? Vermutlich würden Ivy und der Träger Blutlings alleine ausreichen, um ihn und die dunkle Materie ohne Probleme zu schlagen. Als dieser Gedanke sich breit machte, stieg die Laune in unserer Gruppe ein wenig. Wir entschieden uns für die Nacht hier zu rasten und am nächsten Tag zurückzukehren, zu dieser Höhle. Aber vorher gab es noch etwas Wichtiges zu erledigen. Anders als bei Ivy ignorierte ich mal, dass ich diskret sein könnte. Spark, kann ich kurz unter vier Augen mit dir reden? Natürlich war er gerade noch in eine Unterhaltung mit Ivy vertieft, war aber trotzdem einverstanden. Klar. Dann komm kurz mit. Wir verließen das Lager und gingen etwas tiefer in den Wald hinein. Was gibt's denn Wichtiges? Ich möchte mit dir über Ivy reden. Er wirkte sofort sichtlich nervös. Wie, warum das? Gibt's irgendwelche Probleme? Nein, ja. Keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Spark, ich denke, du weißt, wie ich zu Ivy stehe. Ich möchte wirklich das Beste für sie. Ja, das verstehe ich. Das will ich ja auch. Ich weiß, das glaube ich dir. Aber trotzdem möchte ich wissen, wie siehst du denn das Verhältnis zwischen dir und Ivy? Seine Reaktion ähnelte Ivys bei diesem Thema sehr. Wie, was meinst du? Wir sind gute Freunde. Bist du dir sicher? Nur Freunde, nicht mehr.
Offensichtlich war ihm klar, dass ich eigentlich bereits wusste, was vor sich ging. Anders als Ivy entschied er sich gar nicht zu versuchen zu lügen. Ja, es ist für euch offensichtlich, ich weiß. Ich mag sie wirklich gerne. Es ist das, was du hören willst. Nur ein Teil davon. Jetzt möchte ich hören, weshalb du Ivy das nicht selber sagst. In diesem Moment wirkte Spark ziemlich verständnislos. Wie, mit ihr drüber reden? Warum soll ich sowas Dummes machen? Dumm? Was wäre denn dumm daran, ihr die Wahrheit zu sagen? Es geht einfach nicht. Das musst du doch sehen. Wenn ich ihr davon erzählen würde, dann würde sie wahrscheinlich gar nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Denk doch mal daran, was ich Ivy alles Unrechtes angetan habe. Wieso sollte sie mir überhaupt glauben? Und noch weniger würde es Sinn ergeben, dass sie es irgendwie akzeptieren würde. Und selbst dann, Latias, überleg doch mal. Ich würde all meine Glaubwürdigkeit verlieren. Ich habe jahrzehntelang gegen Ivy gehetzt. Ich habe mich so unfassbar schlecht verhalten und so schlecht über sie geredet. Wenn jetzt jemand erfährt, dass ich mich verliebt habe, dann werden sie alle denken, dass ich nur Interesse an ihr zeige, weil sie inzwischen eine Heldin ist. So einen Sinneswandel würde auch keiner einfach ohne Hintergedanken hinnehmen. Wenn irgendjemand anderes davon erfährt, würde das nur Schaden anrichten. Denkst du wirklich, dass irgendjemand deswegen schlecht über dich denken würde? Und woher willst du denn wissen, dass Ivy wirklich so schlecht über dich denkt? In seinen Augen spiegelte sich etwas Trauer. Was die anderen denken würden, ist mir ehrlich gesagt auch großteils egal. Meine engsten Freunde würden mich nicht verurteilen, aber dass Ivy mich überhaupt als Freund mag, ist in meinen Augen Wunder genug. Ich war moralisch wirklich hin und her gerissen. Einerseits hatte ich Ivy versprochen, Spark kein Wort von unserem Gespräch vor einigen Tagen zu erzählen. Andererseits würde ich beiden damit einen Gefallen tun. Und eigentlich auch allen anderen aus unserem Team, die genau wie ich warteten, dass die beiden endlich zur Potte kamen. Ich entschied mich, dass manche Versprechen es vielleicht doch wert waren, gebrochen zu werden. Spark, sag Ivy bitte kein Wort darüber, dass ich dir das jetzt erzähle. Sie zerfetzt mich sonst in der Luft. Aber als du neulich abends nach dem Kampf gegen Iveltal Holz holen warst, habe ich so ziemlich dasselbe Gespräch wie jetzt mit dir auch mit Ivy geführt. Und sie hat eigentlich ziemlich genau dasselbe gesagt wie du und... Eine Stimme unterbrach meine Erklärung. Ich hätte vielleicht daran denken sollen, dass Ivy vielleicht etwas ahnen und uns folgen könnte. Irgendwie dachte ich, dass die anderen sie vielleicht abhalten würden. Aber dass sie das nicht hinbekommen würden, hätte ich vielleicht wissen müssen. Latias, was soll das? Du hast mir dein Versprechen gegeben. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Ivy, du kannst mir vertrauen. Aber der Zweck heiligt manchmal die Mittel. Und was bei euch beiden im Moment los ist, sehen alle außer euch. Ihr stellt euch auch wirklich an wie in einem schlechten Roman. Wenn ihr beiden so blind füreinander seid, dann muss ich euch eben die Augen öffnen. Ivy schien inzwischen ziemlich zwischen den Gefühlen zu schwanken. Einerseits hatte sie das Recht, wütend auf mich zu sein. Andererseits war das ja wohl für beide Beweis genug, dass beide im Unrecht waren. Warte, Ivy, meinst du wirklich... Ich denke, ihr beiden solltet die Lage unter vier Augen klären. Ich gehe zurück zum Lager. Und so überließ ich die beiden sich selbst. Als ich wieder zum Lager kam, wurde ich bereits erwartet. Wir haben es nicht geschafft, Ivy hier zu halten. Sie hat euch gefunden, oder? Ja, es ist gut möglich, dass sie die nächsten Tage ziemlich wütend auf mich ist. Aber das wäre es wert. Beide wissen jetzt endlich, was sie voneinander denken. Ich habe sie es einander selbst überlassen, damit sie die Situation klären können. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Dark versuchte eindeutig, die Begeisterung in seiner Stimme zu verbergen. Schaffte es aber nicht. Nach einer Weile legten sich alle zur Ruhe, noch bevor Ivy und Spark zurückkehrten. Ich lag noch wach, als ich leise Schritte und Stimmen hörte. Es war bereits spät in der Nacht, aber die beiden waren letztlich auch noch zurückgekommen. Sie versuchten offenbar leise zu sein, um keinen aufzuwecken. Ich hörte nur, wie sie sich leise in meiner Nähe niederließen und Ivy leise flüsterte. Danke, Latias.